Hallo, wir haben eine Scheißaufgabe heute, denn wir haben irgendwie bei dem großen Hochbeet hier, das wir ja letzten Sommer versetzt haben, vergessen offensichtlich unten Wühlmausdraht reinzumachen. Wir konnten uns das nicht erklären, wir haben aber auf den alten Videos gesehen, dass wir das nie da erkennen konnten. Und jetzt haben wir die Quittung. Ich zeige euch das mal. Alles, was wir gepflanzt haben, seht ihr hier abgenagt. Das sind Zwiebeln gewesen, aber auch Salate. Alles weg. Und hier seht ihr die Einwohner. Da, da und da hinten ein großes Loch. Es ist alles ratzekahl leer. Ihr seht es hier, das. So, das können wir natürlich nicht so lassen. Das bedeutet aber auch, guck mal, hier sind auch überall noch Löcher, dass wir dieses komplette Hochbeet einmal wieder abtragen, die Erde, und alles ausschütten, unten versiegeln mit Draht und wieder reinfüllen dürfen. Kacke, aber muss gemacht werden, weil wir haben so viele Wühlmäuse hier, dass wir sonst nicht eine Pflanze aufwachsen können. Deswegen geht's los. So, die Hälfte ist geschafft. Wir haben ausgehoben, keine Mäuse gefunden. Und hier liegt jetzt überall der Aushub. Und ich quäl mich lieber nicht. Jetzt müssen wir noch Hasendraht kaufen, weil diese Rolle da zu klein ist. Und wir noch Latten und Hasendraht brauchen. Jetzt haben wir das hier unten alles festgemacht mit Schrauben und Latten, die eine Hälfte. Jetzt wird das morgen alles rübergekippt und dann wird die andere Seite gemacht. Aber das ist auch eine Aufgabe von mindestens 2 Tagen. Jetzt. So, ich sollte jetzt mal aus dem Hochbeet rauskommen, damit ich euch also mal Lasse filmen kann. Na, da dürft die Leute dich beim Arbeiten sehen. Ich tauche ja hier gar nicht auf in dem Film. Du komm helfen. Jetzt schütten wir wieder alles zurück. Jawohl, das sieht schwer nach Arbeit aus. Ist es auch. So, die zweite Seite ist dicht. Da hatten wir auch noch ganz viel altes Holz unten drin. Das kommt auch jetzt unten wieder rein. Und dann muss nur noch das alles wieder rein. Und schon haben wir es geschafft. Es ist vollendet. Das Hochbeet ist wieder voll. Und wir sind kaputt. Ich zeige euch mich mal. So. Es ist vollbracht, Tag der Arbeit. Wir haben gearbeitet. Und wehe, es kommt noch eine Wühlmaus. Bis zum nächsten Mal.